Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Mini-Impuls-Podcast. Mein Autorenname ist Marinja und heute möchte ich dir ein bisschen was zum Thema Selbstbild erzählen. Kennst du den Satz, wenn Menschen sich ein negatives Bild über dich machen, lasse nie zu, dass es deine eigene Wirklichkeit wird? Lass den Satz mal auf dich wirken. Denn er ist sehr wichtig. Er ist wichtig für dich selbst. Wenn wir ein Kind sind oder auch im Erwachsenen-Dasein, dann hören wir so viel über uns selbst. Und es gibt so viele Menschen, die sich auch erlauben, negativ über dich und über andere zu sprechen. Und in der Regel, oder mir ging es zumindest so, gehen wir damit so um, dass wir es glauben. Und das ist sehr, sehr schade. Ich weiß, dass es auf spiritueller Ebene manchmal so sein muss und so sein soll, dass wir eine Zeit lang bestimmte Sachen glauben, weil wir uns darin erfahren möchten, wie es ist, es zu glauben. Aber ich weiß auch, wie befreiend es ist, sich endlich mal wieder von dem ganzen Müll zu befreien, der einem irgendwann einmal von irgendwem, von Menschen, die man eigentlich kaum kennt oder gar nicht kennt, eingeredet wurde. Aber auch natürlich von neustehenden Personen, die uns eigentlich mal sehr wichtig waren oder immer noch sind. Und wichtig ist zu begreifen, dass nicht wir falsch sind, wenn wir etwas Negatives hören, sondern dass sich der andere Mensch dafür entschieden hat, eine negative Sichtweise einzunehmen und diese auf dich zu projizieren. Das ist wirklich wichtig. Das zu verstehen. Wir sind niemals falsch. Und es ist auch so, wenn wir sind ja auch manchmal so, dass wir vielleicht etwas Negatives über etwas oder jemanden sagen. Und ich finde, dass es einfach wichtig ist zu erkennen, dass wir uns in dem Moment eigentlich selbst damit verletzen. Denn wenn du dich einmal hinsetzt und darüber nachdenkst, wie du dich fühlst, wenn du zum Beispiel über etwas oder über jemanden negativ sprichst, dann wirst du fühlen, dass es dir selbst wehtut und dass es dir selbst Energie nimmt und dass es dir und deinem Körper, deinem Geist und deiner Seele nicht gut tut, über etwas negativ zu sprechen. Und ein Mensch, der sich selbst liebt, mistet Dinge aus, die ihm nicht gut tun, also wo man einfach merkt, egal was ich mache, ich kann es einfach nicht positiv sehen, ich kann es nicht lieben. Das kommt weg. Und ein Mensch, der sich liebt, konzentriert sich auf die Dinge, die er auch lieben kann und die er auch liebt. Es gibt einfach Dinge, wo wir als Mensch einfach es nicht hinbekommen, es zu lieben. Und ich weiß selbst, ich bin oft selbst ein Mensch, der oft versucht, alles zu lieben und alles zu mögen. Aber ich habe auch lernen dürfen, dass das gar nicht nötig ist und dass das Leben das gar nicht von mir verlangt. Sondern dass es einfach darum geht, dass ich mich auf die Dinge konzentriere, die ich liebe und die ich persönlich mag und die Sachen in mein Leben integriere. Und genauso ist es auch bei uns selbst, also bei unserem Körper zum Beispiel. Es ist unser Körper und wir können uns auf das Positive konzentrieren und auf das, was wir lieben. Und diese Einstellung kannst du auf dein gesamtes Leben übertragen und kannst du überall anwenden. Und ich freue mich sehr, wenn du ein positives Selbstbild zu dir selbst entwickelst und sagst, hey, ich weiß, wer ich bin und ich habe mich dafür entschieden, positiv über mich zu denken, über meinen Körper, über meine Fähigkeiten, über meinen Charakter und ich möchte mich jetzt auf die Menschen konzentrieren, die ich auch toll finde und die ich auch liebe und die mich lieben und alles andere einfach mal hinter sich zu lassen.